Round one. Es wird gesweatet, ja. Ja, guck mal, YouTube Nivi, YouTube Gameplayer, da fehlt jetzt nur noch YouTube Mick und YouTube Prommel. Und YouTube Darklord. So die YouTuber-Crew, aber lassen wir es lieber. Bin so gespannt, wer gewinnt. Safe ich eigentlich, ne? So. Jetzt geht's los. Jungs, mal ein bisschen Party hier. Junge, das ist ein scheiß Turnier. Okay, jetzt geht's los. Ey, good luck, Nivi. Komm, wir rocken das. So, gucken wir mal ganz kurz auf die Tabelle, wie ihr so gerade steht. Ja, gut. Okay, bis jetzt ist Dingens Erster. Ach komm, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Lassen wir es einfach. Okay, als Erstes ist hier. Das heißt, du bist auf jeden Fall schon mal im Finale dabei. Mit einem Abstand von 3000 Punkten und 9 Kills. Glückwunsch, du bist im Finale. Das heißt, du kannst aufhören zu sweaten und den anderen jetzt Vorrang lassen. Am besten keinen Helden nehmen. Ich werde dir jetzt auch keinen Helden mehr nehmen. Das war in der ersten Runde nur so, ne? Also ich werde jetzt auch keinen Helden mehr nehmen. Du jetzt am besten auch keinen Helden nehmen. Und mal gucken, wer jetzt Erster wird. Nivi, Mick, Darklord waren jetzt hier so die nächsten drei. Die am nächsten dran waren. Mal gucken, ob einer von denen nächste Runde weiterkommt. Und ja, ich würde sagen, wir springen in die nächste Runde direkt rein. Round 2. Ich auch nicht. Es ist zu groß. Good luck, Nivi. Danke, dir auch. Ja, mal gucken. So, Nivi, okay. Nivi oder Mick? Das ist die große Frage. Wer wird gewinnen? Also, es sieht bis jetzt so aus, als ob Nivi weiterkommt. Am Anfang sah es gut für Mick aus, aber Nivi hat jetzt. Nivi ist auf der Überholspur und hat Mick echt hinter sich gelassen. Nivi hat 13,5k und. Darklord hat. Ne, Mick hat 10,7k. Also ein Unterschied von knapp 3k. Kann Mick noch schaffen. Wird auf jeden Fall spannend zwischen denen. Okay, Mick hat aber den Sprungtruppler. Das könnte ihm zum Vorteil werden. Da auch Mick wirklich sehr gut mit dem Sprungtruppler ist. Ah, und er ist gestorben. Never mind. Nivi pusht rein. Oh oh. Es sind nur noch 1k Unterschied. Mick gegen Nivi. Die Runde geht nicht mehr lange. Wer wird gewinnen? Mick oder Nivi? Ich kann mir gerade so gut vorstellen, dass beide rein sweaten. Mick oder Nivi, das ist die große Frage. Oh, 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 Mick! 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 Oh, Mick ist gestorben und Nivi ist weitergekommen. Wer wird den Held bekommen? Mick ist ja gerade gestorben, vielleicht bekommt er einen Helden. Mick hat einen Sprungtruppler genommen, beide Helden sind frei. Runde ist vorbei. 1k Unterschied. 1k Unterschied. Schade. Sehr, sehr knappes Game. Sehr, sehr knapp. Nivi GG. Nivi GG. GG, mein Freund. Ich auch. Ganzen Körper. Round 3. Ich muss jetzt essen. Oh, Darklord. Darky. Das ist die dritte Runde. Das heißt, hier wird, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Mick Hero Flow oder so weiterkommt, ist das der dritte, der weitergekommen ist. Und dann werden wir noch eine Runde spielen danach. Und sodass vier Leute weiterkommen und dann erst das Finale machen. Mit diesen vier Leuten, die weitergekommen sind. Damit wir auch auf mindestens 1,5 Stunden kommen. Okay, Mick zieht bis jetzt ganz durch. Oh, Gameplayer dicht hinter ihm. Gameplayer wirklich ganz, ganz dicht hinter ihm. Gameplayer hat nämlich auch einen Helden. Und das wird jetzt nochmal spannend zwischen denen. Wenn Gameplayer jetzt rasiert. Mal gucken. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten hier, Mick und Gameplayer. Es laggt, ich kann mich nicht bewegen. Es laggt. Es laggt. Ja, typisch mal wieder. Ja. Oh, was? Beide sind bei 23k. Bei knapp 24k. Sowohl Mick als auch Gameplayer. Das wird jetzt hier spannend zwischen denen. So. Oh, Mick hat wieder die Führung aufgebaut. Gameplayer, ich glaube, das war's, Gameplayer. Und Mick. Mick ist weitergekommen. Gameplayer leider nicht. 78 und 77 Kills. 67 Kills. Starke Runde auf jeden Fall.
So, meine Freunde, was geht ab? Ey, Pommel, es war nicht auszuhalten. Ich konnte keinen einzigen Typen abschießen, ohne dass der woanders hin laggt. Mhm. Können wir kurz warten bis zur nächsten Runde? Also, die Server sind gerade echt. Oder mein Internet. Ja, die Server, ich glaube, das liegt an den Server, aber bei mir wäre es auch. Alter, das ist nicht. Was war nicht auszuhalten? Ich zitter am ganzen Körper, Alter. Aber stark, stark gespielt von euch. Also, Glückwunsch jetzt hier an Mick und Nivi ist, glaube ich, auch im. Ne? Ja, Glückwunsch an Mick und Nivi, dass ihr beide weitergekommen seid. Ich hätte mir jetzt eher gewünscht, dass Gameplay weiterkommt. Was? Und auf jeden Fall stark gespielt von euch. Verdient weitergekommen, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr stark gespielt. Aber du hast jetzt noch eine letzte Chance, Gameplayer. Eine letzte Chance habt ihr alle nochmal. Für den vierten Finalplatz, Jungs. Komm, Gameplayer oder Darklord, den würde ich auch. Mal gucken, wer da jetzt gewinnen wird. Bitte, Darklord muss einfach essen. Ich verlasse mal die Gruppe, ne? Ja, Darklord muss echt essen, ne? Danke für die GGs, Leute, vielen Dank. Mick, Nivi bisher im Finale, ja. Justin, Mick, Nivi bisher im Finale, ja. Ah, Darklord ist wieder zurück. Wer? Darklord, wir müssen mal Fanny mit essen. Ah, Darklord, perfekt. Darklord, Dark, dass du nicht da warst, das war Totlängen, ey. Okay, Darklord, du hast jetzt noch die letzte Möglichkeit, auch noch weiterzukommen. Wir haben Elias, Heroflow. Gameplayer und Darklord. Das wird jetzt hier nochmal ein fetter Kampf werden, Jungs. Das heißt, wer ist jetzt weiter? Darklord ist weiter. Ganz knappe Kiste. Okay, 5k Unterschied. Na gut, das war's wieder. Egal. GG Darklord. Und auch an dich, Gameplayer, wirklich gut gespielt. Aber kann ja nur einer weiterkommen. So krank gewonnen. Darklord ist also mit... Ah, Justin konnte ja nicht, ne? Das heißt, Darklord, Nivi und Mick sind im Finale. Abonniert Prommel. Keine Vorherrschaft im Finale, oder? Nee. Keine Vorherrschaft. 20 Minuten später. Die Finalisten dürfen jetzt entscheiden, welchen Modus wir spielen. Deshalb an die Finalisten jetzt einmal bitte einen Modus reinschreiben, den ihr spielen wollt. Achso, ihr habt alle schon Gefecht abgestimmt. Okay. Na gut, dann spielen wir Gefecht. Okay, Nivi race hier durch. Nivi will's wissen. Okay, Mick hier bei 3143 Punkten und Nivi ganz knapp dahinter. Oh, Mick holt auf, Mick holt auf. Mick hier richtig blutrünstig am Fighten, du. Na, Nivi hier mit dem Angriffstrupp am Start. Mick mit dem Republic Commando. Und Darklord auch mit dem Angriffstrupp, der 501. Ja, Nivi hier mit der 212. am Start. Mal gucken, wer gewinnen wird. Sehr schön, ich bin tot. 33 Euro! Pisst euch! Hinten, ne? Ich bin so scheiße. Ja, ich weiß, was ich mache. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Ach du Arsch! Das ist mein Trick gewesen! Hört mal auf, mir jetzt Discord-Nachrichten zu schicken! Nein, ey, wir sagen hier einfach, wer gewonnen hat, okay? Wir sind ehrlich. Ja! Ja! Easy! Ich hatte keine Chance. Nochmal? Nee, nicht nochmal! Okay, damit hätte Mick, glaube ich, eindeutig gewonnen, ja. Mit 1000 Punkten mehr. Mal gucken, wie Mick gerade reagiert. Also, Mick hat damit gewonnen und sahnt damit alles ab. Die 37,50 Euro gehen deine Tasche, Mick. Herzlichen Glückwunsch. Alter, krass, 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 ja. Ihr habt alle so reingesquattet, unnormal. Na, oh, ja, der Punktestand.
Also Mick hat auf jeden Fall mit 1000 Punkten oder so gewonnen. Also beziehungsweise mit 1000 Punkten über Nivi. Stark gemacht, Mick. Glückwunsch, du bist hier damit der Prom-Day-Sieger, beziehungsweise Sieger des Turniers. Ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon mit dem Stream für heute. Wir werden dann später ein bisschen talken, Mick, ne? Wie das jetzt hier alles verläuft. Spaß, du bekommst überhaupt nichts. Vielen, vielen Dank, Leute, für die GGs. GG. Ich hatte keine Chance. Ey, aber ganz ehrlich, Darklord Nivi, GG an euch, echt übel geil.